Hallo, herzlich willkommen zu dieser Einheit virtuelles Torwarttraining. Es sind zwar heute relativ widrige Umstände, die blaue Mauer hat nicht mehr so viel Zeit, manchmal auch nicht mehr unbedingt so die Lust. Das nächste ist, dass wir viel Wind haben. Ihr hört das sicherlich, es rauscht wieder furchtbar. Die Ferienfußballschule als auch die Ferientennisschule sind hier. Wir müssen daher etwas lauter reden. Trotzdem haben wir für euch heute das Thema Umdrehen auf dem Programm. Und da werden wir dann auch gleich einsteigen, weil da sind wir von einem befreundeten Trainer gefragt worden. Und deswegen legen wir da gleich los. Deswegen habe ich auch wieder meinen Assistenten mitgebracht. Die bekannte blaue Mauer. Ja, eine der beliebtesten Übungen im Torwartsport ist das Umdrehübungen, die ganz einfach darauf hindeuten, dass der Torwart sich schnell orientieren soll. Wir haben hier eine entsprechende Übung aufgebaut und werden davon zwei, dreimal machen, damit ihr versteht, wie diese Übung abläuft. Der Torwart steht mit dem Rücken zum Tor. Wir sagen eine Farbe, entweder zu dem entsprechend hier roten Hütchen oder zu dem gelben Hütchen, um dann dort einen Ball hinzuspielen. Unser Torwart soll sich entsprechend umdrehen und diesen Ball flach halten. Rot! Gelb! 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 Letzter. Rot. Ja, wie wir nun gesehen haben, das Rumdrehen bei dieser Übung ist es, worum es den meisten Torwarttrainern geht. Wenn unser Torwart also mit dem Rücken steht und nun ein Ball zur gelben Seite kommt, dreht er sich nach vorne. Das hat folgenden Grund. Wenn wir uns jetzt schnell rumdrehen, dann soll der Auftaktschritt möglichst schräg nach vorne kommen. Unser Torwart dreht sich nun herum zur Orange rüber. Macht seinen Auftakt nun zu gelb. Das Problem, was wir hier allerdings haben, ist, die Drehung dauert extrem lange. Sie ist daher nicht spiel- oder praxisbezogen. Für die Übung zum Drehen des korrekten Auftakts mag diese Drehung entgegengesetzt der eigentlichen Richtung in Ordnung sein. Spiel- und praxisbezogen ist das allerdings nicht. Es tut uns furchtbar leid wegen des Winds. Wir hoffen, ihr versteht es trotzdem. Spiel- und praxisbezogen wäre, wenn wir gelb sagen, dann dreht sich unser Torwart auch zu gelb rum. Das hängt damit zusammen, dass er die schnellstmögliche Bewegung zum Ball und zur Aktion sucht und diese intuitiv ausführt. Es wäre daher gut, wenn manchmal wir verstehen, dass wir unseren Torwart nicht allzu sehr auf ein bestimmtes Bewegungsmuster prägen dürfen, wenn er dann im Spiel gegebenenfalls Zeit verliert, weil er sich falsch dreht. Hier bei dieser Übung simulieren wir eine Übung, die im Spiel nicht vorkommt. Sie ist nicht praxisbezogen, sondern geht nur um eine schnelle Reaktion, einen schnelleren Auftakt und damit natürlich eine koordinative Übung für entsprechendes Denkvermögen zur entsprechenden Bewegung. Dafür ist diese Übung in Ordnung und dafür kann auch mit dem Drehen gearbeitet werden, sollte auch. Wenn unser Torwart allerdings mal im Spiel mit dem Rücken zum Spielfeld steht, sollte er sich immer so herumdrehen, dass sein Kopf am schnellsten den Ball wieder erkennt. Das heißt, wenn der Ball nun auf der gelben Seite ist, dreht er sich nach gelb, um den Blick schnell in die gelbe Richtung zu bekommen. Ebenso auch, wenn er nach orange nun blicken muss, kann er sich nicht nach gelb drehen, weil wenn er sich jetzt nach gelb dreht, dann sieht er erstmal die Gegentribüne, dann guckt er mal zum anderen Torwart und dann erst kommt er zu der Blickrichtung, wo der Ball eigentlich ist. Das ist verkehrt. Das müsst ihr euren Torleuten ständig einbläuen. Bestimmte Bewegungen, die getan werden, sind trainingsbezogen und haben mit der Praxis nichts zu tun. Daher empfiehlt es sich, solche Übungen wie hier nicht im Strafraum zu machen, um den Torwart hier nicht zu prägen, sondern außerhalb des Strafraums irgendwo, wo man mit diesen Hütchen arbeiten kann, damit der Torwart darauf nicht geprägt wird. Im Strafraum möchten wir dann die Übung anders haben, nämlich dass er sich dann schnell und sauber, Ball kommt in diese Ecke und er dreht in diese Ecke. Machen wir noch mal kurz vor. Schnelles Drehen, jetzt richtungsbezogen.
Sagen wir gelb, kommt wieder der Ball zum gelben Hütchen. Sagen wir orange, kommt der Ball wieder zum orangenen Hütchen. Okay, orange! Orange! Letzter. Gelb. Schlecht. Ja, das war's zum Thema Drehen. Wie wir nun gesehen haben, trotz der Vorgabe, dass unser Torwart sich nun richtig herumdrehen soll, hat er sich bei einem Ball noch falsch herumgedreht und damit den Ball trotzdem noch gehalten. Wir sehen hier, das Steigern von Bewegungsmuster führt einfach dazu, dass unser Torwart auch in verschiedensten, nicht ganz idealen Situationen trotzdem noch den Ball erreichen kann, auch bei solchen Übungen. Es steigert einfach nur die Orientierung und die Geschwindigkeit. Trotzdem hat man aber auch gesehen, dass gerade bei dieser Übung das Drehen hier in entsprechende Ballrichtungsseite, also Drehen nach Gelb, wenn Ball nach Gelb kommt, schwieriger ist, weil der Auftakt nicht ganz optimal ist. Daher ist das grundsätzliche Drehen hier einfacher, weil der Auftaktschritt in die richtige Richtung kommt. Trotzdem nicht vergessen, für spielnahe Situationen soll sich der Torwart immer in Ballrichtung drehen. Das heißt also, immer aus der Richtung, wo der Ball herkommt, dort wird sich hingedreht und nicht eine große Umdrehung. Ich hoffe, das ist für euch klar geworden und ihr versteht damit den Unterschied zwischen Training und spielnahem Praxistraining. Ja, das war's zum Thema Umdrehen. Damit sind wir auch hier wieder fertig. Ihr dürft gerne den Kanal abonnieren. In der Hoffnung, dass weitere Videos kommen, dann hoffentlich mit weniger Wind und auch mit einer stark motivierten blauen Mauer.